Hallo, Servus, grüßt euch. Ich möchte heute meinen ersten Kochvideo machen und dazu möchte ich den Ruckzuckkuchen aus dem wunderbaren Backen machen, weil das nämlich mein absoluter Lieblingskuchen ist. Er geht total schnell und er schmeckt total köstlich. Man kann ihn lange aufheben, weil er so fluffig und fruchtig ist. So, dazu brauchen wir 4 Eier. 200 Gramm Rapsöl. Waage einschalten. So, gleich ist es soweit. Beim Öl verzögert ja die Waage immer ein bisschen, deswegen muss man das langsam reingießen. Dann brauchen wir 160 Gramm Zucker. Ist ja eigentlich gar nicht so viel. Nochmal die Waage. 160. So. Nein, zu wenig. Noch 5 Gramm mehr. So, jetzt. Dann einen kleinen Apfel geviertelt. Haben wir hier schon. Kommt alles so rein. Dann eine Karotte in Stückchen, auch hinein. 100 Gramm Haselnüsse. Wenn ihr keine Haselnüsse habt, könnt ihr auch gerne Cashewkerne, Mandeln, Walnüsse oder gemischte Nüsse nehmen. Das ist völlig egal. Hauptsache Nuss. 100 Gramm. So. Dann kommen noch 100 Gramm Schokolade rein. Hier ist es Zartbitter zur Schokolade. Ich nehme dazu einfach immer meine Schokoladenreste, die ich noch so habe, da habe ich zum Beispiel noch einen Nikolaus und noch ein paar Herzchen und sowas, das kommt einfach alles hinein. Wieder auf 0 geschaltet. So, wunderbar. Wenn es ein bisschen mehr ist, macht es da auch nichts. Dann kommen noch 200 Gramm Mehl. Und das Tolle ist halt, man tut einfach nur alles hinein. Muss ich gar nicht kümmern und vorrühren und nachrühren und mittelrühren, sondern alles hinein. Jetzt noch ein Backpulver. Und dann Deckel drauf. Wir wollen jetzt nichts mehr einlegen, also fertig. Eine Minute auf Stufe 8. Also ich gebe hier eine Minute. Stufe 8. Es wird laut, weil das muss ja alles jetzt klein gemacht werden. Schaut mal daher, das ist der Teig. Also der Apfel ist zerkleinert, die Karotte ist zerkleinert, die Nüsse sind klein. Ein wunderbarer Teig, der kommt jetzt in meine Springform. Und dann wird gebacken. Eine Stunde lang bei 170 Grad. So, jetzt ist hier noch was im Topf. Und ihr wisst ja, wie wir das machen. Wir stellen den Mixtopf wieder oben drauf. Deckel drauf.
Schalten ganz kurz hoch. War es schon? 1 bis 2 Sekunden. So ist das Messer frei. Ihr seht, da ist nichts mehr dran. Es hängt alles am Rand. Kann man jetzt gut runterkratzen und wir verschenken keinen Teig. Sondern der bleibt, der kommt in den Ofen und wird für uns ein Kuchen. Man kann diesen Teig auch in Muffinformen packen. Dann habt ihr das kleine für Geburtstag oder als Mitbringsel. Man kann ihn auch sehr gut in diese Weckgläser, kann man auch da drin backen. Dann kann man den gut verschenken. Also ist keine Grenzen gesetzt, in welche Verpackung man ihn sozusagen, in welcher Verpackung man ihn weckt. Ja, okay. Also, jetzt rein in den Ofen. Bis später. Der Kuchen ist fertig und wir gehen zum Tisch und trinken einen Tee. Auf Wiederhören. Ciao, Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.